Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Pixel Piracy. Wir sind ja nach wie vor hier auf unserer Startinsel und ich hatte ja ursprünglich vor, dass wir uns heute ein bisschen mit dem Schiff beschäftigen, dass wir das ein bisschen umbauen. Allerdings ist mir beim Schneiden der letzten Folgen ein bisschen was aufgefallen, denn wenn ihr euch richtig dran erinnert, dann haben wir doch mal eine Insel geplündert und da haben wir einen Brutalizer gefunden. Da habe ich mich noch gefragt, was das ist. Und mittlerweile bin ich ein bisschen schlauer, denn der Brutalizer ist eine nette kleine Waffe und wie ihr hier seht, der macht irrsinnig Schaden. Der macht 23,88 Schaden bei einer Attack Speed von 2,99. Klingt jetzt ein bisschen wie im Supermarkt. Also fast Attack Speed von 3. Und wenn wir das mal mit unserem Falcon Blade vergleichen, da haben wir eine Damage von 14,5 und eine Attack Speed von 2. Das heißt, das Ding ist deutlich besser, auch wenn es ein bisschen eine langsamere Attack Speed hat. Außerdem haben wir ja noch ganz viel anderes Zeug, was ebenfalls sehr interessant ist. Und ich wundere mich gerade, warum die Werte so hoch sind, weil vorhin, als ich reingeschaut habe, waren die noch nicht so hoch. Da waren die so die Standardwerte bei 3, 4, 5. Aber egal, wir haben jedenfalls hier einige neue Schwerter, die wir auch mal unseren anderen Piraten hier zuordnen können. Der hat zum Beispiel noch nicht so eine hohe Range. Na, das wird direkt an die Werte angepasst. Das ist interessant, das finde ich ganz cool. Und hier dürfte es ziemlich niedrig sein, ne? Immerhin 8. Allerdings haben wir somit ganz viele Waffen, die wir auf alle Fälle mal verteilen sollten. Und ich bin jetzt überlegen, ob wir beim Falcon Blade bleiben sollen. Das ist zwar schnell, Knockback von 4, Range 1,2. Mal schauen, was haben wir denn noch so Schönes. Das ist natürlich auch ganz nett, ein Speer. Das ist schon eine Nahkampfwaffe, oder? 23,8, das hat auch eine 23,8. Ich würde sagen, wir rüsten uns hier auf alle Fälle mal um. Nehmen wir den Schwert, den Speer oder den Brutalizer. Ich bin sehr für den Brutalizer, weil der klingt besser. Ganz einfach. Und der ist cool. Dann schauen wir mal, was hat Jamie May? Jamie May ist ja unser Kraftpaket. Folglich wird der mit Sicherheit auch was mit einem dieser Schwerter sehr gut anfangen können. Und der kriegt jetzt wahrscheinlich den Speer, außer wir finden noch was anderes Tolles für ihn. Das Bone Blade ist natürlich auch interessant. Ist jetzt hier irgendwo das Falcon Blade? Kann ich ihm das geben oder ist das an mich gebunden? Das ist hier unten, okay. Das ist gar nicht schlecht, weil das hat zwar nur einen Damage von 9, aber eine gleiche Attack Speed. Aber das gibt eben deutlich mehr. Attack Speed 9, also insgesamt 15 im Vergleich ein bisschen. Ja, das gibt sich eigentlich. Macht eigentlich keinen großen Unterschied. Range 2, 3, Range 2, der hält relativ viel aus, deshalb kriegt der das Bone Blade. Dann schauen wir, was macht unser Kenny. Der kriegt den Speer. Und unser neuester Baransack, der kriegt dann auch noch was Tolles. Mal schauen, was wir für ihn haben. Wir haben ja doch ein paar Sachen mittlerweile eingesammelt. Sind wir so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Dann kriegt der mein Falcon Blade und wehe, der verliert das. Das ist ein Familienerbstück und das möchte ich nicht verlieren. Und damit sind wir, glaube ich, jetzt doch deutlich stärker geworden. Ranged Weapons haben wir noch gar nicht eingesammelt. Und von diesen, da haben wir gar keine Ausrüstungsgegenstände. Bis auf dieses rote Cape. Aber egal, jedenfalls sind wir jetzt ein bisschen besser ausgerüstet. Hier sehen wir schon den Speer. Aber gerade haben wir alle nur Flaschen in der Hand. Naja, macht nichts. Wir wollten uns beschäftigen mit Schiffsbau und bisher haben wir hier dieses nette Schiff. Das ist jetzt nicht schlecht, allerdings es ist nicht von uns. Also das haben wir ja quasi geklaut, irgendwann mal übernommen und ich frage mich gerade, wie ich die Sachen wegnehme.
Ah, okay, mit Rechtsklick geht das. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier ewig rumhantieren, reiße ich erstmal alles weg, weil ich möchte wirklich von null anfangen und das Schiff von ganz vorne ja, nochmal aufbauen. Na, warum geht das eine Ding nicht weg? So, jetzt geht's. Sind ein bisschen zäh. Und dann sehen wir mal, was wir überhaupt für Materialien haben. Na, geht doch weg. Na, ist doch blöd. Ach so, das sind ganz viele Wände übereinander. Das ist sehr bescheuert. Das heißt, ich reiß die Wände. Wir haben jetzt über 100 Wände. Wunderbar. Ich glaube nicht, dass das so gedacht war. Und hier genauso, die Zäune sind alle übereinander. Genau, wir haben hier einen Starting-Slot. Und dieser Starting-Slot ist, glaube ich, ganz vorne. Wir können jetzt eben hier wunderbar unsere Elemente ranhauen. Wir sollten allerdings nicht zu weit nach vorne bauen, weil hier kann man dann irgendwann nicht mehr weiterbauen. Das heißt, wir sollten uns schon mal überlegen, wo ist es am weitesten vorne? Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier hin. Ich finde, das ist eigentlich ganz in Ordnung. Wir haben jetzt diese eckigen Steine. Wood Walls sind das. Deko. Ach nee, das sind die Deko-Sachen. Gut, da bringen uns die Wood Walls natürlich nicht sonderlich viel. Wir brauchen erstmal einen Wood Block natürlich. Und interessante Animation. Und dann haben wir auch diese abgerundeten Dinger hier. Und die können wir ebenfalls da dran packen. Und das Ganze dann eben wunderbar so ein bisschen kombinieren, dass wir irgendwie auf irgendeine Art und Weise ein schönes Schiff hinkriegen. Und ja, jetzt haben wir von diesen abgerundeten schon keine mehr. Das müssen wir mal schauen, ob wir welche finden. Das können wir nämlich machen, indem wir hier hinten in den Shop gehen. Welcher war das denn? Ich glaube, der da war das. Und mal gucken, was der so zur Auswahl hat. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen, bis wir da sind. Da schauen wir hier mit dem Brutalizer in der Hand. Wunderbar. Genau, hier haben wir einen Half Wood Block. Ich denke, das wird das abgerundete Ding sein. Wand. Das sind die Hintergrund. Grundteile, wir haben Leitern, wir haben ein Lenkrad, so heißt es. Das sollten wir uns vielleicht überlegen, würde Sinn machen, auf einem Schiff auch ein Lenkrad, ein Steuerrad, besser gesagt, zu haben. Es gibt auch ja, Grindwheels, damit, naja, mal schauen. Das ist aber ein bisschen teuer, das werden wir uns noch nicht holen. Und alles andere ist auch noch viel zu teuer. Und hier könnten wir uns auch sogar schon eine Waffe holen. Ich denke aber, das brauchen wir momentan noch nicht. Ich hole mir uns auf alle Fälle jetzt mal hier ein paar Halfwoods. So. Und gehen dann direkt wieder hier zum Schiff. Jetzt haben wir 16 von diesen Halfwoods. Und die können wir hier dann ebenfalls anbauen. Gut. Wie groß machen wir unser Schiff erstmal? Das ist eine gute Frage. Ich finde, es sollte schon eine gewisse Größe haben. Wir haben ja einige von diesen Blöcken. Das heißt, wir können hier ohne Probleme ein bisschen nach hinten bauen. Und hier ja, geht es dann wieder nach oben. Irgendwie kann ich die Dinger auch drehen. Zumindest ging das mal. Und nochmal draufklicken. Ah ja, nochmal draufklicken, dann kann ich die Dinger drehen. Und dann kann ich hier ebenfalls so nach oben bauen. Warum habe ich eigentlich hier diesen Shop noch? Der nervt mich. Wie kriege ich den weg? Ach so, weil ich noch vor dem Shop stehe. Dann gehe ich mal weg. Und jetzt dürfte der Shop. Ja toll, jetzt bin ich stehe vom nächsten Shop. Ah, bleib doch mal hier stehen. Perfekt. So macht das Sinn. Und dann bauen wir hier nach oben. Noch eins. Noch eins. So, das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Jetzt möchte ich aber hier unten so ein
Boden haben erstmal. Das heißt, wir brauchen hier eine Höhe von 2, sonst passen die Piraten nicht rein. Folglich müssen wir hier noch eins hochbauen. Und jetzt können wir hier erstmal einen provisorischen Boden einziehen. Das ist dann so ähnlich, wie wir es vorhin hatten. Wir haben oben ein Oberdeck und unten drunten sozusagen den Keller. Und damit haben wir dann schon mal ein relativ großes, geräumiges Schiffchen. So, jetzt müssen wir uns überlegen, irgendwie müssen wir da runterkommen. Wo bauen wir das am besten hin? Also erstmal baue ich hier und hier, nein, nicht hier, dahin, solche, ja, so einen Rand quasi, weil es mir zu gefährlich ist, dass die Piraten irgendwie da runterfallen, warum auch immer. Und gut, jetzt machen wir erstmal Deko. Wir brauchen eine Holzwand. Wir haben ja 126 Holzwände. Das reicht erstmal und auch einige mit Fenster. Das ist, glaube ich, ganz gut, damit wir mehr Licht reinkriegen. Mal schauen, wie das aussieht. Licht ist nämlich, glaube ich, nicht ganz verkehrt. So, und dann können... Achso, das sind Cannon. Da können Kanonen rein. Machen die hell? Nicht wirklich, gell? Aber sieht cool aus, also lassen wir es mal. Und dann haben wir hier noch ein paar Leitern. So, jetzt müssen wir irgendwie hier runterkommen. Das macht vielleicht hier Sinn. Hier seht ihr dann zum Beispiel schon, okay, sobald es hier nach oben ein bisschen Licht ist, ja, wird es heller. Das heißt, wir brauchen früher oder später mal Lampen, sonst wird es dunkel. Nicht so schön. Dann bauen wir hier noch so eine Wand hin und da kommen jetzt Leitern drauf, weil wir ja irgendwie hoch und runter müssen. Ich bin mir nicht sicher, ob eine Leiter ausreicht. Ich mache einfach mal sicherheitshalber noch eine Reihe Leitern hin. Das hatten wir beim alten Boot auch schon so. Und ich fand das eigentlich ganz nett. Gut. Hier oben können wir auf alle Fälle mal diese... Warum ist das eigentlich so dunkel generell? Ist doch hell, oder? Komisch. Naja, hier haben wir diese Zäune, diese, keine Ahnung, wie ich das nennen soll, Deckwall, also Hintergrund quasi, das hatten wir vorhin auch schon. Und ja, hat keinen Sinn, aber sieht gut aus. Und weil wir hier von diesen Cannon-Deck-Dingern auch noch ein paar haben, setzen wir da auch noch ein paar hin. Hier passt auch eins hin. Jetzt würde ich das sehr gerne ein bisschen anders. Nee, das macht keinen Sinn. Das wollte ich. Und dieses Fenster ebenfalls hier rein. Und dann können wir hier oben auf dem Deck noch so ein paar so leicht versetzt einbauen. Ich finde das ganz nett. Oh, da geht auch noch eins hin. Passt. Und hier auch noch eins. Weil wir haben es ja. Wunderbar. Jetzt haben wir doch schon mal einen Beginn, einen Anfang für das Schiff. Ist immer noch so eine kleine Nussschale. Jetzt muss ich noch mal rüber gucken. Lampen hatte der ja nicht. Die müssten wir irgendwie noch hinkriegen, sonst ist es eben unter Deck immer sehr, sehr dunkel. Aber ich bin dafür, dass wir mal uns hier so ein Wheel leisten. Das können wir auf alle Fälle machen. Stash of Books. Okay. Ja, sonst hat er gar nicht so viel hier. Fahren wir mal. Achso, ich muss ja gar nicht. Das nervt ein bisschen, dass ich nicht mein Schiff anbauen kann. Oder dass ich immer diese Einblendung krieg, wenn ich vor einem Shop stehe. So, ist das eine Deko? Wo finde ich jetzt dieses... Hier ist es. Das große
Rad zum Lenken. Fast ein bisschen weit vorne, gell? Das muss eigentlich hier hin irgendwo. Weil ein Kapitän, der steht ja nie da vorne am Rad und dreht. Am Steuerrad. Setzen wir es mal statt diesem Hintergrund dahin. Und dann passt das. Ich finde das hier mittig, müsste doch eigentlich ganz gut passen. Gut, wunderbar. Jetzt sieht unser Schiff schon mal ein bisschen schiffiger aus. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Und eigentlich könnten wir es noch ein bisschen erweitern, oder? Wir haben so viele Materialien noch. Bei dem Schiff weiß man jetzt gar nicht so genau, was ist jetzt vorne und was ist hinten. Das heißt, meistens ist ja hinten im Bereich, im hinteren Bereich des Schiffes immer noch so ein, ja, in Filmen ist es immer die Kapitänskajüte und ich glaube, das probieren wir aus, ob wir das da irgendwie reinkriegen. Folglich bauen wir hier noch ein bisschen an. Wie machen wir das am besten? Das ist jetzt so, da kann man sich ewig spielen und ganz lange Zeit damit verbringen. Hier sein Schiff umzubauen, das reiße ich nochmal ganz schnell weg. Die müssen auf alle Fälle irgendwie. Da müssten eigentlich nicht, die könnten wir jetzt höher setzen. Das ist ein bisschen blöd, dass es so dunkel ist, weil man sieht es gar nicht. Ich hoffe, ihr seht das auf dem YouTube-Video besser als ich. Denn es ist schon sehr, sehr dunkel. Da ist noch so ein komisches Ding. Wie machen wir das, dass es gut aussieht? Setzen wir es noch eins weiter rüber. Hier nach oben. Und nach oben. Und jetzt möchte ich hier ein bisschen anbauen. Das sieht jetzt gerade noch sehr komisch aus. Ich hoffe, das wird sie noch ein bisschen verschönern. Ich baue jetzt einfach mal drauf los. So. Vielleicht. Und jetzt haben wir. Schon bin ich wieder unentschlossen. Wie machen wir das denn? Ich baue das jetzt hier mal so ein bisschen dicker. Dann können wir hier das so ein bisschen rüberziehen. Jetzt haben wir tatsächlich keine Blöcke mehr. Das ist jetzt das Letzte, was ich erwartet hätte, dass wir keine normalen Blöcke mehr kriegen. Aber macht nichts, die kosten ja nicht die Welt. So, jetzt gehen wir wieder weg. Weg. Schiffsmenü und schon können wir ein bisschen weiterbauen. Lassen wir sie offen? Können wir eigentlich offen lassen? Das gefällt mir irgendwie noch nicht so ganz. Das ist so. Upsa. Entweder ist das zu weit. Ich glaube, wir ziehen das alles ein bisschen weiter vor. Dann könnte es sein, dass es mir ein bisschen besser gefällt. So. Das fand ich aber eigentlich ganz cool so. Das ist echt schwer. Hier runter, das weg. Hier kommt auch so ein abgerundetes Ding hin. Und cool. So, jetzt machen wir das noch ein bisschen weg. Da können wir noch so ein Teil hinhängen. Dann sieht das nicht so hängend in der Luft hängend aus. Und hier hinten brauchen wir natürlich auch noch unseren Abschluss. So. Eins weiter rüber. Das ist mir zu viel Platz.
Gut, jetzt brauchen wir wieder die Deko. Wir machen hier ziehen hier die Wände rein. Ist jetzt natürlich sehr, sehr dunkel hier. Wände haben wir ja genug. Wir haben zum Glück auch noch drei Leitern, die können wir hier reinhängen. Dann können die hier runter oder hier. Hier lassen wir es offen, dann können die reinlaufen. Dann haben wir hier oben noch so ein paar. Eigentlich sieht es aus wie ein Zaun. Das sind eigentlich Zäune. Und ansonsten, das noch eins weiter vor. Die Möwe nervt mich da, aber egal. Und ich finde es doch so für einen ersten Entwurf gar nicht so schlecht. Also wie gesagt, was mich jetzt ein bisschen stört, ist eben, die setzen wir nochmal um. Was mich jetzt ein bisschen stört eben noch, ist, dass es so dunkel ist. Das hoffe ich, dass ich das noch irgendwann mal Lichter kaufen kann und dann, dass es ein bisschen heller wird. Es ist natürlich ein bisschen doof, dass diese Kanonenlöcher nichts bringen für die Helligkeit, obwohl ja ein Loch ist. Also sehr interessant. Und ja, mehr können wir gerade nicht machen tatsächlich, weil wir keine Baumaterialien mehr haben. Aber was wir mal machen könnten, World Map, wir haben doch schon ein paar Städte gefunden. Und in unserer Stadt haben wir nicht irgendwo auch was mit hier Ships. In dieser Stadt gibt es Schiffsteile zu kaufen. Skills, Ships, Papers. Ships, Papers. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Ships und Ships, Papers? Egal, wir fahren jetzt einfach mal da hoch mit unserer, beziehungsweise ich warte erstmal, bis unsere Crew wieder da ist. Natürlich wieder auswählen, sonst mögen sie nicht. Und wir hoffen, dass unsere Crew sicher auf das Schiff kommt. Haben wir eigentlich noch was zu essen? Das ist eigentlich eine gute Frage, bevor wir jetzt hier munter davon fahren. Food? Ja, haben wir. Okay. Die Anzeige darf gerne verschwinden. Food. So. Immer noch ab und zu ein bisschen buggy. Und ja, das heißt, wir fahren zum ersten Mal mit unserem Schiff spazieren. Und ich habe gleich wieder ganz viel zum Saubermachen. Wunderbar. Das Schiff ist noch nicht mal losgefahren das erste Mal. Und schon darf ich sauber machen. Prima. Wunderbar. Wir möchten da hoch. Warum geht das jetzt so zurück? Interessant. 5, 1, 2, 3. Das macht doch gar keinen Sinn. Distanz 5. Na ja, gut, dann ist halt die Distanz 5. Wir fahren einfach mal los. Und irgendwie ist. Achso, das kann ich. Ich kann hochzoomen. Dann ist ja alles in Ordnung. So, jetzt sehen wir, ob die da auch wirklich hochkommen. Sieht gut aus. Ich habe wohl etwas Hunger, deshalb setze ich doch mal schnell das Essen hier hin. Hier hinten. Im Dunkeln ist es sich besser. Also ich hoffe, dass es irgendwie was wie Licht gibt. Also man muss ja irgendwie zusehen, dass da vernünftig, dass es hell ist. So ist ja irgendwie blöd. Aber hilft ja nichts. So, 50% unserer Jungfernfahrt schon abgeschlossen. Also so schlecht ist es gar nicht. Wir leveln dadurch natürlich wieder ein bisschen. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen risikoreich, weil wir natürlich jetzt momentan kein Geld verdienen. Unsere neuen Waffen haben wir auch noch nicht ausprobiert. What? Das ist wieder unser Kenny, der ja gerne mal andere Leute anhaut oder so. Naja, wenn es ihm Spaß macht. Wenn er seine Energie wenigstens irgendwie an, ja, anderen Leuten außer unserer Crew auslassen könnte. Und hier müsste jetzt eigentlich. Was ist das denn? Troy Spain. Moment mal, war das nicht unser. Wie heißt die Insel, wo wir jetzt gerade sind? Toll, wird nicht angezeigt. Drum, genau, den müssen wir töten. Der läuft da oben auf dem Dach rum. Das ist ja witzig. Aber mich interessiert es gerade noch nicht so sehr. Der ist nämlich stark.
So, ich interessiere mich gerade erstmal nur für Schiffsbau und warum ist er so low? Warum ist er denn nicht? Hunger? Ist okay, ist okay. Baransack isst nichts. Super. Weil das Essen schon wieder weg ist. Blöd. Food. Jetzt muss ich aufpassen, dass der mir nicht wegstirbt. Beziehungsweise ich mache das anders. Also erstmal das Essen setze ich natürlich hier wieder hin. Aber meine Crew, der Herr Baransack, muss unbedingt mal was essen, damit er Hunger kriegt. Jetzt müssen wir nur noch die entsprechende. Ja, 50% Hunger. Ist mir gerade ein bisschen viel. Aber hilft nichts. Ist gerade wichtiger, bevor der mir wegstirbt. So, wann bin ich denn endlich hier? Wo bin ich denn? Was jetzt? Most wanted. Find your target and kill it. Ja. Go find him. Ja, ich habe ihn schon gefunden. Ich will doch nur einkaufen. Und hier gibt es natürlich nur dasselbe Zeug. Super, der Ausflug hat sich nicht wirklich gelohnt. Aber ich hole mal meine Kumpanen. Wie kann ich den jetzt angreifen? Wahrscheinlich gar nicht, weil ich keine Fernkampfwaffe habe. Ich habe nur kurz, ja. Schwerter und so weiter, und da komme ich wahrscheinlich nicht hoch. Was gerade nicht so praktisch ist. Aber gut, das macht aber gar nichts, denn ich denke, auch so war es erstmal eine ganz gute Folge. Wir haben unser Schiff endlich mal gebaut. Da fehlt noch ganz viel Zeug. Wir haben noch keinen Mast. Wir haben ja noch nicht irgendwie irgendwas Sinnvolles, Dekoriertes. Wir haben keine Fenster, damit es hell ist. Aber mehr haben wir momentan nicht. Trotzdem finde ich das Schiff eigentlich gar nicht so schlecht bisher. Wenn ihr Ideen habt, wie ich es natürlich weiter verbessern kann, raus damit. Schreibt es mir in die Kommentare. Dann, wenn ihr mich davon überzeugt, dass es gut aussieht, dann baue ich es natürlich gerne mit ein. Und ansonsten, ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!